Hallo liebe Camperfreaks, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um unseren Elvis, um die TGB Blade 600. Ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr. Der gute Elvis kommt die Woche noch weg. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich das Video uploade, ich denke mal aber ziemlich zeitnah. Kurzes Langzeitfazit über einem Jahr haben wir ja jetzt den Elvis. Groß Kummer hat er uns jetzt nicht gemacht. Kommen wir erstmal zu den Stats. Wir haben hier einen 44 PS Motor, knapp 600 Kubik, Maxxis Terrus Bereifung mit 14 Zoll Felgen. Die Farbe ist orange, neonorange, das sieht bei euch dann ein bisschen rot aus, ist aber neonorange. Und da fliegt gerade ein Hubschrauber, ich hoffe, ihr hört den nicht. Ja, und Einzelradaufhängung, hier Einzelradaufhängung haben wir hier am Start, da so runtergehen. Perry, so Einzelradaufhängung, Sportauspuff. Hinten noch der Koffer, der obligatorische, kann ich euch einfach nur wärmstens empfehlen. Super wichtig. LED-Scheinwerfer hinten. 2022er Modell ist es hier, also wir haben hier noch die 44 PS. Und hier auch am Koffer, auch hier für den Sozius. Auch Handgriffe kann er sich immer gut festhalten. X-mal getestet, passt wunderbar. Für den Sozius auch hier natürlich Trittbett. Nochmal zusätzliches, etwas erhöht. Ich hoffe, ihr seht das. Da hinten der Motor, 600 Kubik. Die Fußbremse, die wir hier haben. Ja, Gangschaltung, wie man sie kennt. Abschließbarer Tankdeckel, super wichtig für mich. Mäusekino, sage ich immer dazu. Ich könnte mal schauen hier. Da geht es dann an. Also das neue TFT-Display kann man auch mit dem Smartphone verbinden über Bluetooth. Also, ja, und das alles, das andere, das habe ich ja ein paar Mal jetzt vorgestellt. In diesem Sinne würde ich euch auch den neuen YouTube-Kanal vom Tobi Quadcenter Friedbash, hier seht ihr es, empfehlen. Nur wärmstens, da bin ich auch der Host. Und da haben wir schon zwei RTV schon getestet. Einmal die Online X.2 und einmal die TGB Blade 1000. Könnt ihr euch gerne anschauen. Würde sich der Tobi freuen, auch über ein Abo und Like. Und ich mich auch, genauso. So, dann haben wir hier noch die LED-Scheinwerfer von der 600er. Super geil, tolles Licht. Also erfüllt ihren Zweck. Hier haben wir natürlich Front. Hier mache ich immer, was ihr da nur klappern hört, das ist nur das Schild, das obligatorische. Hier haben wir noch die Seilwinde. Habe ich bisher nur einmal benutzt. Wunderbar, hier nochmal der Schutz. Ihr seht hier so Stahlblech. Und ansonsten, wie gesagt, Einzelradaufhängung auch vorne. Maxi-Bereifung, 14 Zoll Felgen und ich bin super happy, super glücklich mit der Maschine, aber Tobi hat mir da einfach ein richtig geiles Angebot gemacht, dem konnte ich nicht widerstehen und deswegen kommt Elvis weg. Da haben wir ein lachendes und ein weinendes Auge. Jetzt drehe ich mal wieder die Kamera zu mir, da seht ihr auch nochmal die Frankfurter Skyline, da, alles da. Also wenn ihr mal Frankfurt besuchen solltet, hier auf der Main, das ist unsere Flaniermeile hier. Ich drehe mal ein bisschen so, ein bisschen runter, dann seht ihr es mal. So, da kann man hier schön laufen. So, jetzt kommen wir aber wieder zu mir. Ja, wie gesagt, wir haben lachendes und weinendes Auge. Weinendes, weil die 600er hat einfach über ein Jahr Top-Dienste gebracht. Also beziehungsweise hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin der Einzige, der sie gefahren ist. Und kann sie nur wärmstens empfehlen. Also TGB, generell der Hersteller, macht einfach Top-Produkte in meinen Augen. Ich habe ja auch die 550er getestet, die 1000er habe ich getestet. Die neue 600er im Übrigen für euch nur, das 2023er Modell, hat auch ABS, 5 Jahre Garantie. Und aber leider, der einzige Wehmutstropfen, kann man so oder so sehen, ist nicht mehr LOF zugelassen, sondern T3. Heißt also eine andere Zulassungsklasse. Da muss man halt mal schauen. Aber mit der Versicherung und allem drum und dran ist aber nur minimal, wirklich minimal teurer. Also von daher kein Beinbruch, sage ich jetzt mal, um seinem Hobby nicht nachzugehen oder auch als Arbeitsziel. Ich meine, so ein ATV ist ja nicht nur zum cool Cruisen, so wie ich es benutze, da, sondern auch zum Arbeiten. Aber für mich ganz klar ist es einfach ein Funmobil. Also auch lange Fahrten habe ich ja natürlich damit gemacht. Zu meiner Kleinen bin ich ja immer hin und her gefahren, auch den Langzeittest. Was lange Fahrten betrifft, top, top, mehr kann ich dazu nicht sagen, mega, super. Mir fallen keine weiteren
super weit. Ich muss jetzt auch gucken, weil wir ein bisschen. Ich habe hier ein paar Fans, glaube ich, hier noch stehen. Lenkt mich ein bisschen ab. Aber nichtsdestotrotz, ja, erfahrt ihr beim nächsten Video, was es wird. Ja, schaltet auch das nächste Mal ein, abonniert unseren Kanal. Am besten schaltet auch die Glocke ein, damit ihr überhaupt kein Video mehr verpasst. Und ja, bis zum nächsten Mal bei den Camperfreaks. Euer Perry. Ciao.